Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Sendung von Der heiße Stuhl. Ich wurde gebeten, mal in die Glaskugel zu schauen. Und zwar haben mir viele, viele Leute geschrieben, Mensch Kock, du hast doch immer Ahnung und dich kann man auch alles fragen und so weiter und so fort. Wann erscheint denn nun Grand Theft Auto 5, also GTA 5? Ich muss gleich sagen, alles wissen tue ich ja nur auch nicht. Also das zum Thema Ahnung, das haben bestimmt zwei, drei Leute geschrieben und der Rest wollte wirklich wissen, habe ich den Trailer schon gesehen und so weiter und so fort. Kommt zustande dadurch, weil ich ja auch öfters mal ein paar Gaming-Videos gemacht habe und ja, da kommen immer mehr Fragen rein. Ich habe da auch nichts dagegen, ich beantworte so gut wie alles, was irgendwie in meinem Postkasten landet, das wisst ihr. Und ja, ich kann jetzt nur in die Glaskugel schauen und eine Vermutung anstellen. Und ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Meine Damen und Herren, das ist ein unverbindliches Angebot, was ich jetzt mache. Beziehungsweise es ist gar kein Angebot. Ein unverbindliches Datum, denn letztendlich weiß Rockstar ja nur selbst, wann das Spiel veröffentlicht wird. Ich belaufe mich auf den 24.05.2012. Da denke ich, wird GTA 5 erscheinen. Ob das nur in den USA erscheinen wird da an diesem Tag oder sogar europaweit, was ich annehme, weil das ja beim letzten auch so war. Das sei erstmal dahingestellt. Also ich sag's nochmal, ich habe in die Glaskugel geschaut, ich habe meine mentalen Fähigkeiten alle komplett zu 150% genutzt. Ich habe volle 80% mir Mühe gegeben. Ja, am 24.05.2012 erscheint GTA 5. Dann sind noch ein paar andere Fragen dazu reingekommen, wo es denn spielen wird und so weiter und so fort. Da ist ja ein Trailer erschienen. Und ja, da kann man sich relativ sicher sein, dass das doch Los Angeles, also Los Santos sein wird. Ich find's persönlich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber okay. Müssen wir halt hinnehmen. Und ich denke mal, das Spiel wird auf jeden Fall auch der Hammer. Und was ich auch denke, was man so im Trailer sehen konnte, dass so Art Leute wie CJ, also Carl Johnson von GTA San Andreas oder eben auch Tommy Vercetti von GTA Vice City eventuell spielbar sein könnten. Also feiern die Leute ihren Comeback oder nicht? Das ist die Frage. Vor allen Dingen Tommy Vercetti, das würde mich ja riesig freuen. Vice City nach wie vor für mich persönlich der beste GTA-Teil of all time gewesen. Das lag nicht nur am grandiosen Soundtrack, sondern an der Atmosphäre auch selbst. Ich finde, dieses Spiel wurde bis heute nicht geschlagen. Viele werden mich jetzt köpfen, aber das ist mir auch egal. Das war der heiße Stuhl mit dieser Sondersendung. Vielen Dank für eure Fragen. Ihr könnt weiterhin Fragen einschicken, sollten sie wirklich zu oft kommen oder ja, ein Video benötigen, dann mache ich das natürlich. www.garten-productions.de. Ich hoffe, ich habe mit meiner Vermutung recht und untermauere mein Status als Ausnahmementalist hier auf YouTube.